Hallo, mein Name ist Fabian Walz, bin Monteur bei der Firma Lemmermann und ich zeige Ihnen heute die Frontalmontage unserer zweiflügeligen Schiebeanlage. Zur Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge. Folgendes Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckkappen zum Verschließen der Bohrlöcher, wenn Sie eine Frontalmontage mit Montagebohrung ab Werk gewählt haben. Zusätzlich benötigen Sie noch folgende weitere Werkzeuge. Einen Akkuschrauber, einen geeigneten Bit-Einsatz lang. Die Schrauben müssen hierfür je nach Untergrund selbst gewählt werden. Einen Innensechskantschlüssel 2,5 mm, einen Meterstab, einen Bleistift. Wenn Sie keine Montagebohrung gewählt haben, benötigen Sie noch einen 4,0 mm Bohrer und einen 8,0 mm Senker. Als kleiner Tipp am Anfang, wir empfehlen Anlagen auf einer Breite von ca. 1,80 m zu 2 zu montieren. Fangen wir zunächst mit dem Zusammenbau des Einbaurahmens an. Nehmen Sie alle Profile des Einbaurahmens und legen sie in der richtigen Anordnung auf den Boden. Achten Sie darauf, dass Sie Höhe und Breite nicht vertauschen. Dies ist anhand von Aufklebern zu erkennen, welche an den Profilen angebracht sind. Das obere Profil ist das, wo der vormontierte Rollenverschlusshalter angebracht ist. Nehmen Sie die mitgelieferten Eckwinkel und stecken Sie diese in alle vier Ecken des Einbaurahmens. Decken Sie den Einbaurahmen zusammen. Achten Sie darauf, dass die Gärungen an den Ecken sauber ineinander laufen. Und verschrauben Sie den Einbaurahmen mit dem 2,5 mm Innensechskantschlüssel. Wenn Sie keine Montagebohrungen ab Werk gewählt haben, nehmen Sie diese jetzt vor. Ich empfehle Ihnen jeweils drei Bohrungen seitlich vorzunehmen, sowie oben und unten jeweils ein bis zwei Bohrungen, je nach Breite des Einbaurahmens. Nehmen Sie den Rahmen und messen Sie auf jeder Seite von oben und unten jeweils 150 mm nach innen. Messen Sie von der Außenkante des Rahmens 8 mm nach innen und markieren Sie sich die Bohrpunkte. Messen Sie von den beiden Punkten jeweils die Mitte aus. Messen Sie von der Außenkante des Rahmens hier ebenfalls wieder 8 mm nach innen und markieren Sie sich die Bohrpunkte ebenfalls. Messen Sie oben und unten jeweils die Mitte aus. Messen Sie von der Außenkante des Rahmens hier ebenfalls wieder 8 mm nach innen und markieren Sie sich die Bohrpunkte ebenfalls. Nehmen Sie den 4,0 mm Bohrer und bohren Sie die Löcher. Senken Sie anschließend mit dem 8,0 mm Senker nur die äußeren Kammern auf. Nehmen Sie den Einbaurahmen und halten ihn an die Tür. Richten Sie ihn wie gewünscht aus und achten Sie dabei darauf, dass der Abstand von der Rahmenaußenkante zum Lichten vom Fensterblendrahmen maximal 63 mm beträgt, sodass Sie von innen noch an die Griffleiste kommen. Achten Sie darauf, dass die Regenablaufschlitze der Tür nicht durch den Insektenschutzrahmen verdeckt werden. Verschrauben Sie zunächst am rechten und linken Profil jeweils die untere Schraube. Schrauben Sie außerdem die Schraube am unteren Profil mittig fest und achten Sie darauf, dass sich das untere Profil nicht nach unten biegt. Das obere sowie untere Profil des Einbaurahmens sollte parallel zueinander laufen. Nehmen Sie beide Flügel und schieben den Rollenverschluss oben leicht nach unten. Hierfür nehmen Sie den 2,5 mm Innensechskantschlüssel. Öffnen leicht die Schraube und verschieben diesen. Ziehen Sie die Schraube wieder fest. Nehmen Sie beide Flügel und stellen sie in den Einbaurahmen. Schieben Sie die Flügel einmal nach links und einmal nach rechts und testen Sie, ob sie parallel zum Einbaurahmen laufen. Ist dies nicht der Fall, können Sie den Rahmen gegebenenfalls noch nachjustieren. Weitere Feineinstellungen nehmen Sie zum Schluss an den Laufrollen vor. Schrauben Sie die restlichen Schrauben des Einbaurahmens fest. Sollten die Flügel mittig nicht parallel zueinander laufen, können Sie dies nun noch mit den höhenverstellbaren Laufrollen unten korrigieren. Wählen Sie den gewünschten Flügel. Nehmen Sie den 2,5 mm Innensechskantschlüssel und lösen Sie die unterste der drei Madenschrauben. Die oberste Madenschraube bleibt immer fest. Mit der mittleren Madenschraube können Sie den Flügel durch Drehen der Schraube jetzt ablassen. Schrauben Sie die unterste Madenschraube wieder fest. Nun bringen wir den Rollenverschluss auf beiden Seiten in die richtige Position. Nehmen Sie hierfür den 2,5 mm Innensechskantschlüssel. Lösen Sie die Madenschraube und schieben Sie den Rollenverschluss nach oben. Der Rollenverschluss darf dabei nicht eingefedert werden.
Lassen Sie ca. 1 mm Luft zwischen Rollenverschluss und Einbaurahmen. Schrauben Sie die Madenschraube wieder fest. Überprüfen Sie jetzt die Festigkeit des Rollenverschlusses. Schieben Sie den Flügel bis zum Anschlag und achten Sie darauf, dass der Flügel sauber in den Rollenverschluss einfährt. Sollte das zu schwer oder zu leicht gehen, nehmen Sie den 2,5 mm Innensechskantschlüssel und verschieben Sie den Rollenverschluss, gegebenenfalls nochmals leicht nach oben oder nach unten. Wiederholen Sie den Schritt bei dem zweiten Flügel. Prüfen Sie abschließend die Funktion Ihrer Tür sowie des Rollos. Drücken Sie zum Abschluss die Abdeckkappen zum Verschließen der Bohrlöcher in das Profil. Somit sind wir mit der Frontalmontage unserer zweiflügeligen Schiebeanlage fertig.